Herzlich willkommen zur Episode 66. Wieder mit haufenweisen neuen Tracks und unfassbaren Gästen. Ganz genau. Yoshi kommt zu uns, stellt uns das neue Album Crying Tiger vor. Und Moonverse und DBH besuchen uns, um ihre gemeinsame EP-Runden vorzustellen. Bam. Wir freuen uns extrem. Let's go. Yeah. Bis gleich. Wenn nicht mit Rap, dann mit dem Podcast. Was ist das für ein Scheiß? Leidenschaft ist echt. Die Geschichten sind nicht echt. Wenn nicht mit Rap, dann mit dem Podcast. Über die Frage. Ja. Nice. Yeah. Yes, ja, wir sind back. Aber sowas von back. Wir waren gone till November, jetzt sind wir wieder da. Hey, wirklich, es ist schon November, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Episode 66, Sunny. Es ist unglaublich. Unfassbar. Bald ist vorbei, das Jahr, ganz genau. Wir hoffen, euch geht's gut da draußen. Also jetzt langsam kehrt auch so der Nebel ein, irgendwie auch dieses Herbstwetter jetzt die letzten Tage. Und man merkt, es war aber jetzt eh lange schön und ich vermisse jetzt schon die Sonne, muss ich sagen. Der Sommer geht mir jetzt schon extrem ab. Ja, dabei fängt es ja jetzt erst an. Ne? Aber egal, es passieren aber auch wunderbare Dinge im November. Welche? Zum Beispiel kommt Curse ins Flex. Ganz genau, am 22.11., stimmt's? Ja, ich freue mich voll. Ich bin dort, safe. Genau, das wird richtig geil. Ja, und vielleicht werden wir da was ausprobieren, werden wir sehen. Genau. Ja, aber das ist alles Zukunftsmusik. Wir sind gerade sehr in der Zukunft, Sunny. Gell? Der Sasa ist auch hinten und schaut auch so, hey, wir sind gerade so viel am Planen, wir haben sehr viel Veränderungen im neuen Jahr für euch vor. Und bleibt gespannt. Also wir arbeiten im Hintergrund wirklich an einer großen Veränderung, was das Format betrifft und was auch so kleine andere Formate betrifft. Ja, schauen wir mal, was da passieren wird im neuen Jahr. Was auch passiert ist, wöchentlich hier bei uns in der rechten Windzelle 71 gibt es jetzt wöchentlich Listening Sessions und manchmal schauen wir Battles, so UBC Battles, machen so Public Viewing und es gibt auf jeden Fall jede Woche Freitag die Möglichkeit zwischen 17 und 22 Uhr bei uns vorbeizukommen, sich hier zu connecten, ein paar wunderbare Getränke zu trinken mit uns und sich immer das ein oder andere großartige Meisterwerk aus Österreich gemeinsam mit einer coolen Community anzuhören und darüber auch irgendwie so zur Philosophie und Feedback zu geben, den Künstlern, Künstler Fragen zu stellen und so. Was sagst du? Das hat sich jetzt richtig geil etabliert irgendwie, oder? Ja, bis jetzt die Sachen, die da waren, oder halt die KünstlerInnen, die da waren. Genau, wir hatten Ska und Kaliber, wir hatten Yoshi. Wir hatten Moonverse und. Genau, Moonverse DBH. Und DBH. Rocco von der Tanke hatten wir. Wir hatten Moses und Tester, genau. Und alles war großartig. Alles war eigen und alles war großartig. Und wir freuen uns jetzt, genau heute, wenn ihr das jetzt am 1. seht, diese Folge, haben wir auch offen. Und da ist der Edwin da und stellt uns sein neues Album vor. Da freuen wir uns auch extrem drauf. Das kommt nächste Woche raus. Wir werden es uns schon vorab anhören dürfen. Ja, das wird killer. Ganz genau. Und ab Ende November wird es wieder Punsch geben bei uns, so wie letztes Jahr. Genau. Und ihr wisst, er ist besonders köstlich. Und wir haben den besten Punsch der Stadt. Wahrscheinlich der beste Punsch der Welt, ja. Kann Bin man so sagen. Überzeugt davon. Wir lieben Superlative. Und da werden dann auch wieder Tickets verkauft für unser Geburtstagsfest im Jänner. Am 10.01. im B72 planen wir wie jedes Jahr ein Feuerwerk der österreichischen Hip-Hop-Landschaft abzufeuern. Checkt euch unbedingt Tickets, sie werden sehr schnell weg sein. Wir wollen noch nicht wirklich das Line-Up verraten. Es kommt in den nächsten Wochen auf unserer Instagram-Seite, wird es gespreadet und dann sieht man es eh überall. Ich kann nur sagen, es sind diesmal, letztes Jahr waren es 8 Künstler, dieses Jahr ist das Doppelte, würde ich so sagen. Also lasst euch das einfach nicht entgehen. Ja, ihr werdet es eh nicht bocken, wenn es das ist, glaube ich. Wir freuen uns jetzt schon drauf. Und auf was wir uns auch freuen, sind unsere ersten Gäste. Und zwar kommt jetzt zu uns der Moonverse, ein unglaubliches Talent, das jetzt auf der Bildschirmfläche erschienen ist. DBH, eine Legende, begleitet ihn. Und wir freuen uns jetzt irgendwie über den jetzt aktuelle EP-Runden. Und das ist ja ein großes, zusammenhängendes Werk, was er uns jetzt auch, glaube ich, erzählen wird alles. Ne?
Wir werden sehen, wir haben ja bei der Listening Session schon einiges gehört und wissen schon einiges, aber ihr noch nicht und deswegen bleibt's dran. Genau. Es kommt Moonverse, ein wirklich spannender Typ und DBH, die absolute Legende. Die, die Bescheid wissen, wissen Bescheid. So sieht's aus. Bis gleich. Wir sind back mit unserem einzigartigen Gast Moonverse. Herzlich willkommen. Danke, dass ich da sein darf. Ja, wir freuen uns extrem. Wir hatten ja diesen Monat schon die große Ehre, mit dir die Listening Session hier bei uns im Haus abhalten zu dürfen. Um mich vorzustellen, ganz kurz, ein unglaublich begabter Künstler, seit einem Jahr jetzt so auf der Bildfläche erschienen, also seit einem halben Jahr so richtig, würde ich sagen, jetzt gerade die EP Runden veröffentlicht, gemeinsam mit dem DBH und noch einem Produzenten, das ist, glaube ich, da reden wir dann auch nochmal drüber. Ja. Und möchtest du dich mal vorstellen, du kommst ursprünglich aus? Ich komme aus Salzburg. Du kommst aus Salzburg, lebst seit wann in Wien? Seit einem Jahr, genau. Seit einem Jahr, wie war so dein erster musikalischer Zugang? Ich glaube, bei dir ist das ja wirklich so fast in den Kindheitsschuhen passiert. Ja, also ich habe mit 4 angefangen, Klavier zu spielen. Und hab's halt, ich bin halt einfach in so einer Musikerfamilie aufgewachsen und groß geworden. Also auch ein bisschen unfreiwillig dann sozusagen. Keine Ahnung, also ich habe immer schon gesungen, so. Ich war ein sehr lautes Kleinkind. Und meine Mom ist halt Musikschullehrerin und mein Dad hat auch Gesang studiert und die wollten halt unbedingt, dass ich halt eine musikalische Ausbildung genießen darf. Und dann haben sie mich halt in die Musikschule genommen und mitgenommen und dann, meine Mom ist so, du als kleines Kind lernst nicht Blockflöte, weil das ist irgendwie für sie halt einfach Bullshit. Was auch jeder lernt irgendwie. Ja, eben, genau deshalb. Aber warum ist Blockflöte Bullshit? Naja, weil, es ist nicht für die Leute, die es so richtig machen wollen und das feiern, und die das richtig lieben, ist es voll in Ordnung, aber es ist halt so dieses Einsteigerinstrument und meine Mom wollte halt, wollte, dass ich ein Harmonieinstrument lerne und Klavier bringt mir halt schon mehr, würde ich jetzt sagen. Mhm. Vor allem, ich kenne auch ein paar Leute aus meiner alten Volksschule und auch im Gym, die haben halt mit Blockflöte angefangen und haben halt das 4 Jahre gemacht, bis halt dann der Fußball geschrien hat und dann war Blockflöte halt lame. Aber für die Leute, die das, ich kenne einige Leute, die studieren das und sind. Und du bist da also sozusagen reingewachsen da rein und wirklich schon mit ganz frühen Jahren musikalisch irgendwie dich ausprobiert und das auch gelernt, so wirklich von der Pike auf. Und hat es dann auch Jahre gegeben, wo dann auch vielleicht Fußball spielen oder was anderes interessanter war? Ja, also ich habe schon Fußball gespielt. Ja? Aber ich war nie ein Kicker. Okay. Es war in der Volksschule echt intens, weil das war halt so, ja, klar. Ich komme aus einem Dorf so und da hat halt niemand Musik gemacht und jeder hat Fußball gespielt. Und ich hatte auch nicht mal einen Fernseher daheim, was ultra uncool war. Auch für die Gespräche in der Schule und ja, so. Ja, eben, man konnte nie mitreden. Ich hatte urlang kein Kabelfernsehen und auch. Ist mir genauso gegangen. Ne? Voll. Und ich bin halt im Fußballfeld und keine Ahnung, ich habe nie gecheckt, warum man da jetzt an einem Ball nachrennt. Okay, du hast das also schon mitgemacht alles. Ja, ja, aber ich war nie gut am Feld so. Aber der Fokus war immer auf Musik? Ja, immer. Also dir hat das auch von Beginn an Spaß gemacht, das war nicht so, dass gezwungen werden musstest, in den Unterricht zu gehen. Also meine Mutter hat mich halt mitgenommen in die Musikschule, dann habe ich so ein paar Instrumente ausprobiert. Dann war eben Klavier das Main-Instrument und 3 Jahre später eben dann Horn. Ich habe mit 7 angefangen Horn zu spielen. Horn ist geil. Genau, und war dann auch mit 10, 11 so kurz am Überlegen, ob ich ins Jugendstudium gehe in Salzburg. Habe ich dann aber für Horn entschieden, weil ich das halt mehr gefühlt habe. Und war dann mit 13, 14 kurz vorm Jungstudium Horn. Und dann habe ich ein 3-jähriges Testosteron-Punch. Irgendwie, ich habe einfach dann aufgehört zu üben und zu spielen und wollte dann alles werden. Ich wollte Wrestler werden, ich wollte Boxer werden, ich wollte YouTuber werden, ich wollte irgendwie alles werden. Und mit Anfang 17 habe ich wieder zurück in die Musik gefunden. Also ich habe dann während dieser Zeit immer Songs geschrieben, aber so klassisch jetzt. Mhm. Und mit Anfang 17 habe ich dann wieder angefangen, Horn zu üben. Und habe dann mit 18 war ich dann meinen Grundwehrdienst, habe dann bei der Militärmusik gemacht in Salzburg. Und habe dann Horn studiert in Saarbrücken in Deutschland. Habe 3 Jahre Konzertfach Horn studiert.
Genau, und habe währenddessen angefangen zu produzieren und Songs zu schreiben, halt in der DAW, also am Laptop halt. Und habe gemerkt, okay, ich will eigentlich nicht ins Orchester, sondern will in die Produktion und will selber Musik releasen und so, alles was drumherum halt. Und habe dann ein Urlaubsjahr gemacht und in diesem Urlaubsjahr bin ich nach Wien gezogen und jetzt studiere ich Tonmeister an der MDW und seit diesem Jahr wieder Horn, aber im Pädagogiksystem, damit ich es abschließe. Genau. Was ist die MDW? Musik und Darstellende Kunst Uni Wien. Okay. Ja, das ist die staatliche Uni in Wien und da kennen wir uns nicht aus. Ja, nein, ich frage mich. Alright. Das kennt sich wahrscheinlich keiner aus, der zuschaut. Nein, ist einfach eine Musikuni in Wien. Okay, geil. Genau. Das heißt aber, wann ist so Hip-Hop in dein Leben getreten? Eigentlich durchs Zuhören. Und durch die Texte. Ich habe in meiner Schulzeit immer gern geschrieben und gelesen. Aber so gedichtemäßig geschrieben? Ja, auch. Aber eher mehr einfach so das, was in meinem Hirn gerade, also was ich mir gerade irgendwie so kreativ ausdenke. Und dann habe ich das einfach aufgeschrieben, so Kleingeschichten oder irgend sowas. Weil ich auch sehr viel gelesen habe. Ich habe dann auch so mit meinem besten Freund damals in der Schule so kleine Mini-Comics gemacht und uns Charaktere überlegt und die irgendwie aufgezeichnet. Und also immer crazy kreativ gewesen. Genau. Das heißt, hast du über viel Comics gelesen? Ich habe auch Comics gelesen, ja. Aber das ist einfach mehr einfach so entstanden. Also okay. Ich war nie so ein Comic-Guy, aber das ist einfach so entstanden, das hat sich einfach so ergeben. Was waren so die, weil du sagst, das waren die Texte, was war es für eine Art von Texten, die dich am meisten angesprochen haben, vielleicht auch Künstler nennen, die dich da irgendwie besonders geprägt haben? Hip-Hop, yes. Ja. Ja, ich bin schon so ab 2012, 13, weil davor habe ich halt nicht Musik gehört. Das heißt, im Nachhinein habe ich schon so ein paar Oldschool. Das war auch Sido noch und so. Genau, Sido war noch, genau, Sido habe ich schon mit, logischerweise mitbekommen, logisch, easy. Aber ich habe dann angefangen, also wie ich so richtig angefangen habe, Musik zu hören, das war eigentlich nur Ami-Rap und das war sau viel Kendrick, Lamar. Ist ja auch textlich wahrscheinlich so das Aushängeschild einfach, weil ja, es um so 17 Ecken geht. Und genau. Okay, okay. Und das war auch so der, so würdest du sagen, dein größter Einfluss, wo du gesagt hast, ich will auch selber rappen. Wo war diese Entscheidung? Boah. Naja, weiß nicht. Ich habe halt das immer so für mich so ein bisschen ausprobiert. Und halt irgendwie festgestellt, ja, so, ich habe schon irgendwie eine nice Stimme, aber ich habe nie wirklich drüber nachgedacht, so Rapper zu werden. Oder weil für mich so Hip-Hop, das ist so ein Begriff, der. Der ist sehr, ist einfach sehr, wie sagt man da, Hip-Hop ist ein sehr, sehr gefährlich zu sagen, ich mache Hip-Hop so. Okay, du meinst, weil es so viele Hip-Hop-Nazis gibt, die dann sofort auf die Barrikaden gehen und Steine bewerfen. Nein, sondern weil ich mich so schon mit dieser Kultur, also ich liebe die Hip-Hop-Kultur und auch Black Culture und so, das extrem beeinflusst, bin da extrem beeinflusst davon. Aber ich bin's halt nicht. So. Ich bin. Also siehst du das Cultural Appropriation-Ding so ein bisschen. Genau. Ja. Und deshalb mache ich halt Rap, aber halt nicht Hip-Hop so. Und es hat sehr lange gedauert, bis dass ich mich auch überhaupt traue zu rappen, weil ich es halt, keine Ahnung, also weil ich mich halt nie so richtig zu 100% damit identifizieren konnte. So. Und wo war der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt passt's? Naja, ich habe halt einfach festgestellt, so, ja, es machen sau viele Leute Rap, die sich eigentlich auch nicht wirklich damit identifizieren können, auf diesem Level. Ich denke, dass Hip-Hop auch dann nicht mehr das war, was vielleicht in den 80ern, 90ern voll. War, sondern dass es einfach viel breiter ist. Und ja, voll. Mittlerweile ist, weißt du, es gibt so viele Unterarten von der Unterart. Ja. Und ich glaube, dass da jetzt mittlerweile auch das, was auch wunderschön ist, jeder und jede seinen Platz findet in dieser Kultur. Das ist ja auch das Schöne eigentlich. Genau, und das habe ich halt so beobachtet und habe mir gedacht, okay, ja, ich will das jetzt auch machen. Zumindest halt einfließen lassen in meine Musik, weil ich wahrscheinlich nie nur rappen werde. Also ich werde auch immer singen. So. Und da kommen, das ist ein super, super Stichwort. Wir kommen nämlich jetzt zu unserem ersten Spiel. Hop oder Drop? Sei gespannt. Du kennst Drink Champs, haben wir vorher schon geredet. Du weißt, was auf dich zukommt. Wir gehen direkt rein. Und schon ist es soweit. Hier, Hop oder Drop. Die meisten kennen sie.
Wir stellen zwei Fragen, oder nein, zwei Fragen. Wir stellen eine Entweder-Oder-Frage. Du musst dich entscheiden zwischen zwei Dingen. Und wenn du es nicht magst oder willst, kannst, ist ein Ausweg dieses Glas. Ist ein Ausweg, genau. Ein kleines Schlückchen. Von dieser undefinierten Flüssigkeit. Genau. Ja, es ist... Ist was Gutes. Es ist wirklich was Gutes, ja. So, und da wir vorher schon dabei waren, let's go. Die erste Frage ist, Rap oder Gesang? Boah. Gesang. Okay. Live oder Studio? Live. Autotune oder Unplugged? Unplugged. Ja. Ja, willst du noch irgendwas dazu sagen? Naja, Autotune ist geil als Effekt, aber der bringt da nichts, wenn du nicht clean einsingst. So. Du musst es schon können, um es gut zu bedienen. Du musst einfach, das muss clean eingesungen sein und dann kannst du mit Autotune saugeile Sachen machen. Ja, bitte merkt euch das, was er gerade gesagt hat. Aber genau. Autotune hilft euch nichts, wenn es nicht geil klingt, was ihr da einsingt. So. Stabil. Runden oder ein paar elektroakustische Balladen? Ja, no. Das ist ein Pain, der ist bitter. Für die, die es nicht wissen, ein paar elektroakustische Balladen heißt die nächste EP, die jetzt bald released wird auch, ich glaube am 7.11. Am 8. kommt die EP raus. Am 8.11. kommt genau. Und die 9. Release-Party. Ist am 9. Also ist am 9., einen Tag danach. Und wo ist die Release-Party? Im Ritz in Wien, genau, neben am Kramladen, Josefstädter Straße aussteigen. Ja, sehr geht's geil. Alle dorthin, 9. November. In meinem Instagram-Bio ist noch der Vorverkauf-Link, 7 €. Das ist echt human. Das ist wirklich in Ordnung. Und Abendkasse ist, ja, Ben Clean. Also Ben Clean macht einen Voract, 30 bis 40 Minuten. Genau, Abendkasse ist 10 €. Das ist echt voll in Ordnung, finde ich. Schaut sich das unbedingt an. Schwere Empfehlung von uns auch. Und dann kommen wir auch eigentlich die nächste Frage, knüpft fast an die davorige an, DBH oder Maxi Nagel? Ha, das ist unchilliger. Ja. Das ist so. Vater, mache ich mal Feinde, wenn ich nicht sauf. Ja, egal, was du kannst. Du kannst ja entscheiden, wenn du das gut argumentierst. Ja. Boah. Oder du trinkst. Ja, ja, ich trinke einfach. Beide sind glücklich, wenn du trinkst. So ist es. Liebe Grüße an beide auf jeden Fall. Ich habe beide unglaublich gern und in meinem Herz eingeschlossen und ich würde niemals irgendjemanden über den stellen. Perfekt. Das ist eine wunderschöne Antwort. Mit der haben wir aber auch irgendwie gerechnet. So, zwei haben wir noch. Club oder Couch? Couch. Ohne Frage, oder? Wow. Ja, das sagst du, weil du gestern saufen warst. Ja, gestern, das war ja unchillig. So. Ich war gestern im Kriemhild und dann war ich so gemütlich im Kriemhild im Café, an der Bar. Das war so mega chillig, komplett mein Vibe. Und dann Gürtelclubs überhaupt nicht gemütlich. Aber ich wollte es mal anschauen, weil ich bin seit einem Jahr in Wien und ich war da noch nie. Genau. Cool. Also, Couch. Yes. Salzburg oder Wien? Das fällt dir schwer. Okay. Wow. Sehr gut. Also noch Liebe für die Heimat, aber auch sehr viel Liebe für Wien mittlerweile. Naja, also Salzburg ist wahrscheinlich eine der schönsten Städte, glaube ich, in Österreich. Ja, die Salzach, so rein von dem optischen. Ja, und die Altstadt und alles, das ist schon wirklich sehr schön. Wunderschön, Und aber die Leute sind halt, gell? Die Leute sind Arsch. Es ist halt am Land überall so. Es gibt halt mal die Leute. Nein, es ist schon eine echt chillige Stadt so und es ist niedlich und klein. Aber wenn du halt da seit 21 Jahren wohnst, musst du halt weg. Und ich habe Wien jetzt auch in diesem einen Jahr sehr, sehr ins Herz geschlossen. Du fühlst dich wohl. Also ich fühle mich sehr wohl. Und ich bin auch jemand, ich bin so eine Zeit lang in irgendeiner Stadt und dann muss ich meistens irgendwo größer. Würdest du wegen Musik jetzt zum Beispiel nach Berlin gehen oder so? Jetzt noch nicht. Mhm. Aber ich glaube vielleicht so in ein paar Jahren schon. Es war auch die Entscheidung, weil du kannst in Berlin auch Tonmeister studieren. Mhm. Und ich war zwischen Wien und Berlin. Aber habe mich dann für Wien entschieden, weil ich da schon Leute gekannt habe und weil es nicht so riesig war. Also Berlin ist ja wirklich, wenn man da jetzt mit null...
Man kann sich in Berlin, glaube ich, noch leichter verlieren als in Wien. Ja, ja. Also in Wien kann man sich schon verlieren, aber in Berlin ist halt wirklich, da gibt es halt viele Türen. Ja, 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 ja. Ich glaube schon. Das ist einfach eine riesige Stadt. Ja, absolut. Das war's auch schon. Du hast es geschafft. Du hast auch alle drei getrunken. Ja. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und jetzt kommen wir, finde ich, also das wäre der perfekte Zeitpunkt, um jetzt zur aktuellen EP zu kommen. Mhm. Die EP ist runden, ist mit dem CBH. Wie ist da überhaupt der Kontakt zu so einer Legende zustande gekommen? Hast du gewusst, wer er ist? Erzähl uns die Story ein bisschen. Okay. Gewusst habe ich nicht, wer ist. Ist noch geiler irgendwie. Weil ich war eben im April war das und ich habe einen Auftritt gehabt im B72 über Wien Extra, über Herst, und da habe ich halt meine 4 Songs gespielt, das erste Mal, auch eigene Songs eigentlich überhaupt so mit Playback war das da noch. Ja, bin ich mit denen auftreten und den Leuten hat es halt voll zart. Und dann hat die Anna, die das moderiert, auch auf Insta postet. Und dann haben mich einige angeschrieben, unter anderem der Holger. Und so haben wir uns kennengelernt. Und so ist dann auch relativ schnell die Wiener Städtische entstanden. Haben wir Studio-Session gehabt und dann haben wir Beats gehört. Und so. Und dann hat man einen Dropbox-Ordner geschickt und dann habe ich halt ein paar Beats ausgewählt. Und dann haben wir die Runden-EP gemacht. Und wann ist dir irgendwann bewusst worden, dass er nur die Legende ist und so Total Chaos DJ? Wer hat dir das gesagt? Naja, das habe ich dann schon langsam irgendwie so checkt so. Aber am Anfang halt so gar nicht. Ich habe am Anfang einfach keinen Plan gehabt. Es, so, weil ich halt auch noch nicht so lange in Wien war und auch mich nicht mega, mega viel bis dato mit deutscher Musik, geschweigen österreichischem Rap auseinandergesetzt habe. Ich war halt einfach sehr viel im Ami-Bereich, also ich habe extrem viel amerikanische Musik gehört. Und dann langsam, also OG Kimo war derjenige, der mich wieder zurück in den Deutschrap eigentlich gebracht hat. Verstehe ich auch gut, warum. Ja, vollkommen verständlich. So, ja. Also genau. Und dann habe ich so angefangen, da habe ich Schmidt zu hören und jetzt checke ich halt immer mehr und mehr deutsche Artists aus und lerne immer mehr deutsche Artists kennen und den Background von denen und wer da so alle irgendwie beteiligt ist und so, weil es ist schon immer so ein bisschen schwierig, wenn man die Leute dann nicht kennt. Ja, und auch die History ist oft die History so dahinter und so, ja, genau. Genau, damit muss man sich schon beschäftigen, weil... Also das siehst du schon so, dass man irgendwie sich schon irgendwie mit der Materie auseinandersetzen voll sollte. Das ist auch so ein bisschen disrespectful gegenüber der Person, die das seit Jahren oder in dem Fall beim Holger jetzt seit Jahrzehnten. 30 Jahre, über 30 Jahre, ja. Also das ist eine Wahnsinn. Ich glaube, Total Chaos Gründung war 89 und das ist schon crazy. Ja, das voll. Ist auch für österreichische Verhältnisse. Oder da war E6. Ja, und damals hat es auch kein Hip-Hop gegeben oder so. Das ist irre. Voll, das habe ich dann eh sehr schnell so, habe ein bisschen gedickt und natürlich also sofort appreciated. Ich habe seit am Anfang einfach nur nicht... Ja, aber urgeil. So. Also dann ist es ja nochmal irgendwie cooler. Und ein Beat ist aber auch von wem anderen produziert. Es ist nicht komplett vom TBH produziert. Genau, es gibt einen Ausreißer. Ausreißer, ich finde den Track urgeil. Also Loose Cool, den hat der Markus Windisch produziert. Ist mittlerweile auch ein Freund von mir und der spielt bei Bibiza und bei Sophie Royer Bass. Was auffällt ist, dass du so nach irrsinnig kurzer Zeit, jetzt nach einem Jahr, wenn du sagst, seit einem Jahr machst du die Musik, seit einem halben Jahr bist du so öffentlich aufgetreten. Ja. Und was du jetzt schon so für Connections im Endeffekt hast und es so, das ist crazy. Nein, es ist insane. So. Also, aber das war auch nicht zwingend mein, also das habe ich auch nicht geforced oder so. Ja, sondern ich glaube, das ist auch durch das, dass du einfach so einen anderen Sound machst, als man es gewohnt ist oder jemals gehört hat, dass man da einfach, glaube ich, sofort so, okay, was ist das, ganz anders hinschaut. Diesen Effekt, glaube ich, hast du bei der ganzen Szene jetzt einmal ausgelöst. Mhm. Und was willst du damit machen? Wo willst du hin damit? Genau, also interessant, weil die Frage hätte ich bis vor ein paar Tagen vielleicht gar nicht beantworten können. Mittlerweile komme ich langsam zu einer Antwort, weil Hip-Hop, Rappen, da ich halt so diese musikalische Ausbildung habe, die sehr, sehr intensiv war und auch nach wie vor noch ist, ist halt Rhythmus für mich einfach etwas, was halt, ja, das funktioniert einfach so. Und keine Ahnung. Und ich singe halt sehr viel und dann habe ich mir halt gedacht, ja gut, dann nehme ich halt die Wörter und
mache so halt Rückmisch, anstatt dass ich Phrasen singe. Und ich glaube, ich werde nicht so Hip-Hop-Tapes machen oder Hip-Hop-Alben, weil ich mich damit nur mit dem so einfach nicht zu 100% identifizieren kann. Aber ich will es unbedingt gern in einen Sound verkörpern, den ich jetzt in Deutschland noch nicht so kenne. So. Deinen eigenen Sound. Meinen eigenen Sound, genau. Und interessant. Da will ich rappen, singen, ich will traurige Songs schreiben können, aber ich will aber auch ultra hard. Das, was du jetzt auch machst eigentlich schon, so, du bist ja sehr melodisch alles. Genau, nur ist es, da war ich noch sehr so, okay, da gibt es Runden, das ist halt sehr Hip-Hop, dann gibt es ein paar elektroakustische Balladen, das ist halt sehr traurig. Mhm. Und es ist so, wie es klingt wahrscheinlich. Genau, so, ja. Aber ich will gern, dass ich, also ich würde gern beide Elemente in einen Sound bringen. Und ich habe das jetzt vor ein paar Tagen mit Markus sogar geschafft, wo ich sage, okay, ja, das bin zu 100% ich. Wow. Und der Track in dem Fall ist halt ziemlich hart, der eskaliert ziemlich, aber ich kann halt auf so einem Instrumental, auf so einer Soundscape rappen, ich kann relativ normal casual rappen, ich kann extrem hart rappen, ich kann singen, ich kann traurig singen, ich kann schreien, ich kann alles machen. Mhm. Und wir halt einfach so einen Sound schaffen, den die vielleicht die meisten unter einem Schirm haben, und das wird vielleicht ein Weg werden, der wird ewig dauern, und aber ist mal eigentlich egal. So. Ich fühle mich extrem wohl dabei. Und es hat ja auch so in der Hip-Hop-History, weil du sagst, auch amerikanische Rap war eher mehr deins und so, hat es ja auch so Gruppen gegeben und Charaktere, die schon so melodisch gespielt haben, so Bone Thugs-N Harmony zum einen oder Goody Mob und so, weißt du, so gerade CeeLo hat ja auch so viel Gesang reingebracht und so. Hast du sowas auch gehört oder war das Einfluss? Ich glaube, der größte Einfluss in den Sound, der mich wahrscheinlich dann auch irgendwie ausmachen wird, ist actually The Neighborhood. Mhm. Weil Jesse Rutherford, der Leadsänger, schon auch immer wieder rappt, aber dann auch sehr viel singt. Okay. Und es muss bei meinem Sound immer so einen sehr weirden Aspekt geben. Aber ich muss diesen weirden Aspekt so in den Song integrieren, dass er trotzdem noch, dass er irgendwie dann geil rüberkommt. Mhm. So. Dass es nicht einfach so out there ist, so, sondern dass es irgendwie gut in der Musik halt irgendwie ja, verkörpert wird. Ja, ich bin urgespannt, was eine klare Vision, die du so zukommt noch und sowas auf deinem Weg, welchen Moonverse wir in einem Jahr sehen werden. Das wird extrem spannend. Und wir kommen jetzt zu unserem letzten Spiel. Wir spielen dir jetzt drei Tracks von uns ausgewählt vor, die diesen Monat in Österreich erschienen sind. Yes. Und das ist vielleicht eh cool. Spielen sie ja nicht auch, also so erste Strophe und Hook. Genau, erste Strophe, so. Hook, und dann werden wir rausgehen und dann reden wir kurz. Und dann vielleicht kennst du den, ich weiß nicht. Aber den Artist wirst du kennen und schauen wir mal, ob du den Track kennst. Und das eh, ein Killer-Track. Sagen. Money Boy ist es. Money Boy, Next Level Shit. Ah ja, safe. Hast du gehört? Hast du gehört? Ja, ja. Ganz Orgelines, finde ich. Lamborghini Truck, Acapulco, ja. Mein Shit ist so hart, ich brauch Dulcolax. Ich krieg Geld, um fly zu sein wie ein Co-Pilot. Die Bitch sagt, lick mir meine Pussy. Ich sag, okidoke. 69, komm und sag mir meinen Cock, Ruby. Damals im Gefängnis hatte ich eine Glock, Dookie. Eine Shampoo-Bottle vollgefüllt mit Dünnschiss. Ich smoke überall Weed, auch wenn es nicht erwünscht ist. Die meisten Motherfucker heute rappen Offbeat. Ich rocke Off-White Jeans und smoke Off-Weed. Von meiner Crib mach ich Push-Ups und Dips. Was sagst du? Das ist einfach hard as fuck so. Wie stehst du zu Moneyboy grundsätzlich? Am Anfang habe ich ihn so, weil ich halt am Anfang, wie ich angefangen habe, so ihn zu hören, schon auch eher auf dieser klassischen Musikschiene war. Und habe ich mir gedacht so, oh mein Gott, was fällt ihm ein? So, what the fuck? Und dann habe ich rausgefunden, dass der auch einfach ein Master in Psychologie hat. Im Marketing. Na, ich habe mir gedacht, er hat in Psychologie, oder? Ich glaube in Marketing. Bin mir nicht sicher, in welchem Fach. Er hat auf jeden Fall seine Abschlussarbeit war ja über Hip-Hop und Gangster-Rap und Image oder so. Gangster-Rap-Image. Aber was ich so im Kopf noch habe, war so die Auswirkungen von dem. Okay. Ja, genau, irgendwie so. Also. Ja, whatever. Und dann war es okay, na, der Typ ist wahrscheinlich sausmart. Und hat halt einfach ein Konzept für sich entwickelt, der das halt einfach durchgezogen hat. So. Und er ist mit Abstand der produktivste Typ,
den es gibt in Österreich. Jedes Monat mindestens mit ein, zwei, drei, Jahren, vier, fünf Tracks in unserer Playlist und dann droppt er nebenbei zwei Mixtapes. Und ja. Ja, geil, gehen wir in den nächsten Track ran. Was ist der nächste Track? Der nächste Track ist, den kennst du wahrscheinlich nicht, ist Maif mit Maif. Fliegen. Maif. Okay. Wiener Untergrundlegende, Maif. Ja, killer Typ. Was sagst du so zum Sound? Es ist halt sehr Cloud-Rap. So. Ja. Aber ich krieg halt die ärgsten PNL-Vibes, wenn ich den Track höre. Okay. Also gerade so De Frère von PNL, so das ist so, finde ich, sehr ähnlich vom Vibe. Finde ich richtig nice. Ja, finde ich cool. Ich bin halt nett zum... Zu wenig Text, um jetzt auch noch den darüber. Ja, so, genau. Ne? Aber ich bin generell nie so richtig in der Cloud-Rap Szene drin gewesen. Es gibt schon ein paar Tracks, die ich fühle und feiere. Klar. Aber ich war zum Beispiel auch nie so, ich habe Lil Peep zum Beispiel auch nie so richtig verstanden zum Beispiel. Aber dafür habe ich dann wieder Lil Uzi Vert ein paar Tracks dafür gefeiert oder so. Aber grundsätzlich nice. Cool. Ja. Killer. Letzter Track. Letzter Track ist von Tariq. Sirenen. Tariq 406. 406, ja. Tariq 406. Wish. Jake, überlege 100 Mal am Tag, ob ich's einfach lassen soll. Doch der Hunger ist grad da, macht die Taschen voll. Ein Kunde singt beim Start, weil er es nicht lassen kann. Wir drehen eine Runde in den Park und wir puffen dort. Jeder zweite Bre raucht Jay, jeder siebte ist vergiftet. Widerlich auf Spritze, der Junkie kommt mit Brille. Wir wissen nicht, wann wir gehen, leben wie in Film. Die Bullen kriegen nicht, sie sprinten, ja, sie schieben. Krise witzig, Bruder ist so müde. Guck mal, wie er Haze bufft, entschuldige die Züge. Aber rauchen stets krass, deine Scheier ist eine Süße. Aber sie gibt stets Arsch, auf Club wie Zebra. Also redet kleiner Fake, packen dich wie Hase ein. Waffe 10 weg wegen jedem Stress, den die Straße teilt. Viele Bres sind ewig auf den ganzen Scheiß. Ob sie nur so reden, zeigt dir dann das Butterfly. Ja, was sagst du? Sehr hart. Ich hätte jetzt gern weitergehört. Ja, same. Ist Killer. War richtig geil. Richtig also, was geil. Sagst du? Ja, so, nein, saugeil, mega geiler Text. Auch so die Sprache, wie er sagt. Ja, wie er sagt. Und irgendwie mega cool, über ein Boom-Bap-Beat zu flowen. So. Es ist eh klassisch, aber durch den Text und wie er dann auch mit der Stimme raufgeht zum Beispiel. Die Flows sind auch cool. Ja, die Flows sind cool und er macht genauso viel, wie der Beat es ihm erlaubt zu machen, dass es sie einfach nice anhört. Sehr cool, finde ich auch. Ja. Starkes Talent auf jeden Fall. Ja. Grüße an Tariq 406. Wo haben wir Helle da in dem Monat? Ja, Supermoon, die letzten Worte gehören auch dir. Wir haben uns extrem gefreut, dass du heute unser Gast warst. Wir werden uns deine Release-Party anschauen. Wir werden uns alles weitere von dir anhören. Am 9.11. im Ritz. 9.11. im Ritz. Kommt dort unbedingt alle hin. Hey. Pull up. Vielen Dank, dass du da warst. Letzten Worte gehören dir. Wir sind raus. Alright. Danke, dass ich da sein durfte. Supported, wenn nicht mit Rap. Haben auch unglaublich geilen Merch. Aped. Saugeil. Nächstes Single, O Vater, mein persönlichster Track, kommt am 31. Oktober raus um 0 Uhr, weil ich ganz genau weiß, wenn ich ihn am Freitag drop, seid ihr alle drunk und habt keinen Bock auf sad music. Das heißt, am 31. kommt er raus, am Donnerstag. Yes. Peace. Sehr geil. Auschecken. Wir checken. Darf ich den jetzt schon auschecken, diesen geilen Kalender? Na, du darfst noch nicht, weil es ist noch nicht Dezember. Nächster Monat. Der Marie Adventskalender.
checkt euch unbedingt diesen wunderbaren Adventskalender mit dem Code wenn nicht mit Rap im Fanshop -10%. Wir sind gleich wieder da mit dem Yoshi, mit der unfassbaren Album Crying Tiger. Und wir, ja, sind wir freuen gleich. Uns. Wir freuen uns extrem. Yes, yes, yes. Peace. Ja. Wie versprochen, yeah. Wir sind wieder zurück und an unserer Seite der einzigartige Yoshi. Hallo. Yoshi. Ja, ja. Yoshi. Genau, Yoshi von Heiße Luft. Herzlich willkommen. Wunderschön, dass du heute da bist. Ja, danke für die Einladung. Endlich habe ich es geschafft. Ja, endlich. Ganz da. Genau. Wir waren ja schon oft im Gespräch. Bis ja, jetzt hat es sich leider nicht ergeben. Beim letzten Album war es schon so ein bisschen geplant. Fast, ja. Und hey, endlich hat man es jetzt geschafft. Sehr nice. Und dein Album ist draußen, Crying Tiger. Du ist hattest draußen. Jetzt gestern, die Folge kommt jetzt am 1. raus, aber heute wird es ja aufgenommen. Das heißt, gestern hattest du deine Release-Party yes. mit Pop-Up-Store in einem Teilladen und so. Erzähl mal kurz, wie es war, gleich so aktuell. Extrem geil war es. Es war urlustig, wie gesagt. Wir haben halt eben im Thailaner, geht's hin, die haben richtig gutes Essen. Thailaner, Maria Hüfergürtel 33 im 15. Thai-Lokal. Ich habe dort mein Album performt. Also wir hatten geschlossene Gesellschaft, die haben extra für sehr uns das, die Speise, Crying Tiger, also eben ist eine thailändische Speise. Und ich wollte das verbinden, dass man die volle Crying Tiger Experience hat, nämlich geschmacklich und vom Hören. Ja, geiles Konzept. Und danke schön. Wieder mal Org was überlegt, auch ja, die Bilder auf Insta am Org ausgeschaut. Es war richtig leibend. Ja, alles Essen hat super ausgeschaut. Ja, eben. Also aber sie haben extra das Menü, die haben die Speise sonst doch und, nicht. Und wie kam es dazu gemacht. Überhaupt, dass du dein Album nach einem Menü benennst? Oder nach einer Speise. Oder nach einer Speise. Ich habe dieses Action Bronson Interview, also der hatte diese Kochshow und da war eine Thai-Köchin am Start und da haben sie Crying Tiger gemacht und ich fand den Namen einfach so geil und eben der eine hat so gesagt, takes a lot to make a tiger cry und irgendwie das, dieses Crying Tiger und takes a lot to make a tiger cry und eben, das und ist halt so. War es wirklich so scharf? Weil ich habe auch nochmal nachgelesen über diese Speise im Internet. Ich glaube, sie haben uns die White People Version gestern auf jeden Fall gemacht. Das hatte schon Spice. Ich bin mittlerweile ganz gut, was Schärfe angeht. Für mich war es gut, es hätte vielleicht ein bisschen schärfer sein können. Ja, man muss auch sagen, du bist ja, du hast ja mal so eine Kochshow gemacht für Heiße Luft. Zwei Folgen. So zwei Folgen. Und man sieht auch, wenn man dich auf Insta folgt, dass du schon sehr essenskochaffin bist und gerade asiatische Küche. So. Love it. Ja, das hat man schon gemerkt und so. Und woher kommt da so überhaupt diese Liebe dahin? Schon immer da gewesen? Oder? Immer da gewesen. Also ich kann es dir gar nicht wirklich sagen. Ich weiß auch noch, meine Mutter hat immer gekocht und ich bin daneben gestanden und hatte so ein Schnellhefter und hat mir so mitgeschrieben, wie sie kocht und sowas. Also schon immer extrem interessiert. Immer einfach gern gegessen. Also ja. Immer viel gegessen, immer gern gegessen, gern gekocht. Du hast Listening Session bei uns hier im Haus, ja. Selbstgemachte Onigiri mitgebracht. Niemand wollte glauben, dass die selbstgemacht waren, weil sie so schön eingepackt waren. Die waren so gut. Dankeschön. Ich habe dieses Spicy Tuna gegessen. Ich habe mehrmals nachher noch dran gedacht, ja. Sage ich dir. Das war ureinfach zu machen. Ich kann das also wenn ihr die Chance habt, irgendwann ein Onigiri vom Yoshi zu ergattern, sagt's nicht nein, stellt euch an, holt sich den Scheiß. Spicy Tuna auf jeden Fall das Bessere als das Avocado. Okay. Jetzt kommen wir kurz zu deiner History ein bisschen. Wann hast du, wie ist deine Rap-Sozialisation, wann hast du angefangen? Zu rappen oder Rap-Sozialisiert? Ja, erst einmal so, wo war der Punkt bei dir, du hast wahrscheinlich Hip-Hop gehört, aber wo war der Punkt, wo du gesagt hast, ich will selber das machen? Das müsste so 2010 gewesen sein, auch schon ein Weilchen her, mein halbes Leben, ja. Ja, ich glaube, ich habe halt so richtig reingekippt bin ich über Samy Deluxe 2009. Welches Album? Oder? Lustigerweise Dis, wo ich herkomme. Dis, wo ich herkomme. Viele sagen, es ist eines seiner schlechteren. Könnte man wahrscheinlich auch so sagen. Ja, aber gelebt hat er trotzdem gut, ne? Für mich war das halt irgendwie mein erster Einstieg. Also der erste richtige Hip-Hop-Einstieg war so über Linkin Park, Jay-Z, das Ding. Und dann lange erstmal nur Ami-Sachen gehört. Und dann eben dieses Samy Deluxe, da war dieser Superheld-Song. Und den fand ich einfach voll geil. Und dann mir alles von denen reingezogen. Also eben Deluxe Records, Let's Go, Dynamite Deluxe, erstes Album. Aber war für ja mich eines der besten Alben. So. Ja, eben. Da war aber schon ein bisschen auch so dieser Anfang Berlin, oder? Das habe ich nie so gehört. Das ist nicht so gar nicht so Savasch und sowas ist. Na, also wir sehen auch Savasch dann halt auch erst bei Aura so richtig eingestiegen. Und ich,
jetzt im Nachhinein kann ich die Sachen viel besser wertschätzen, aber ich fand immer so, die Leute haben halt mir zu asozial gerappt. Also gar nicht von dem, was sie sagen, sondern wie sie rappen, war einfach so ignorant. Die Reime waren nicht so schön, die Silben waren nicht so schön gesetzt. Sammy Deluxe ist halt einfach fucking Gott in perfekt rappen. Ja, das hat und erst eine Ästhetik dann mit Haftbefehl bekommen irgendwie, gell? Dieses ja, ganze... Sie haben so einfach scheiße Ästhetik gereimt. Also die Anfang Berlin-Sachen, die haben einfach, was eh lustig war, aber die Reime waren einfach scheiße. So. Es war mehr ja hart als technisch. Ja, ja genau. War, technisch genau war das nichts, was mich irgendwie begeistert hat. Ich hatte immer die Technik begeistert. So. Deswegen ist ja Camp dann Hero. Hero. Oder? Hero. Ich meine, der hat das Technik. Also halt gerade wegen dieser. Ja. Also ich meine, ich weiß nicht. Wann hast du Camp entdeckt für dich? Wann ist das auch in der Zeit? 2011 war das dann. Bisschen danach. Aber es müsste 2011 gewesen sein, über die Juice. Über die Juice, ja. Über die Juice. Natürlich damals war ich Juice-Käufer und da war dann irgendwann eben so eine kleine Empfehlung drin im Camp Versage in der Zukunft. Oder vielleicht war es auch so eine Öster-Rap-Seite oder sowas. Es hat damals so ein Special gegeben. Vielleicht. Es gab Fall ja sogar so Juice-EP mit Prinz Pi, oder? Ja, die jetzt auch. Diese Achse des Schönen. Achse des Schönen, genau. Ja. Das war aber nach dem das Album. War nach dem ja, das Album, war später, aber das war immer noch, bevor ich es entdeckt hatte. Okay, okay. Genau. Und wie sehr warst du damals, wie war dein Bezug zur österreichischen Rap-Szene damals? Nicht. Gar nicht. Also Camp halt. Ja. Für mich sonst war es niemand Camp gekannt und dann, ja, sicher, man kannte halt Skero von Texter. Ja, Texter habe ich halt nie so gefeiert. Und auch sonst habe ich mich andere, da einfach nicht Zugang, so. Ja. Ich war halt Orga Deutschrap-Fan und was ich glaube, so ging es vielen. So, es ist halt Dialektrap. Wann hast du angefangen zu schreiben selber? Das muss halt zu ihm gewesen sein. Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Ich war ja mit Jonas, also Jonas Herzgewalt. Also mit dem hast du wirklich angefangen genau, zu also schreiben. Den kenne ich jetzt auch schon bald 20 Jahre. Wir waren in der Schule und wir waren halt beide voll auf diesem, eher mehr so Max Herrich, so Sammy Deluxe, aber halt beide voll viel das gehört, eben Beginner, Jan Delay, Eimsbusch, diese ganzen Stuttgart-Sachen, Freundeskreis und so. Und er ist irgendwann, es muss der Winter 2010 gewesen sein, also jetzt wirklich 14 Jahre her, hat er mir mal in der Schule erzählt, dass er am Tag davor von seinem Fußballtraining heimgegangen ist und einen Weihnachtsrap oder so Weihnachtszeilen okay geschrieben hat. Und da war ich so, das kann ich auch. Cool. Und er war auf jeden Fall damals... Also nicht so, hey cool, lass hören, sondern das so, kann ich ja auch. Ja, das kann ich auch. Ich will das auch machen, so fix. Und dann hat es angefangen. Dann habe ich aber eine Zeit lang erstmal so ein bisschen auf Englisch geschrieben. Auf echt? Hast du mit Englisch angefangen? Ja, ja. Ach, lustig. Nein, es muss 2009 gewesen sein. Ende 2009. 2010 war ich schon andere Schule und da habe ich auf jeden Fall schon gerappt. Fix, 15 Jahre. Okay. Ja. Erst ein bisschen auf Englisch, aber eh nicht lang. Halbes Jahr oder sowas. Okay, und dann angefangen, also auch schon mit Jonas sozusagen. Voll. Und wie war, wo hast du auch schon so Locations gegeben, wo du dich in Wien rumgetrieben hast? Gar oder so? Nichts, was sehe ich. Also ich, meine Eltern ja, orges religiöses Umfeld, durfte nichts machen. Bis wann? Wann bist du von zu Hause raus? Wann hat sich das geändert? Mit 19 bin ich ausgezogen. 19. Da konnte ich dann halt dann machen, was ich will. Davor habe ich es schon immer wieder ein bisschen rausgeschafft mal. Aber ich habe halt auch da draußen gewohnt. Die haben mich halt nicht abgeholt. Sie waren so, wenn du weggehst, musst du um 10 oder so da sein. Und wenn kein Bus fährt, musst du halt zu Fuß gehen. Und dann bin ich auch so, okay, irgendwie, weißt du, ja, kann ich okay auch zu Hause bleiben. Die ja, Uhrzeit ist scheiße. Und das ist einfach, ich kann ich einfach vergessen. Ja, shit. Aber ich war halt viel beim Jonas. Ich habe dann auch Schule geschwänzt und war dann halt beim Jonas. Der hat direkt bei dem Bahnhof gewohnt, wo meine Eltern mich quasi dann abgeholt haben nach der Schule. Das war für dich schon immer gemacht klar, dass du aus diesem religiösen Umfeld raus willst? Ja, also ab dem Moment, wo ich Rap entdeckt habe eigentlich. Das ist wirklich sehr klischeehaft, aber das war so circa dieselbe Zeit. So. Ich war halt so 12, mit 12, 13 war es für mich klar. Aber ich würde auch sagen, davor, kennst du das so als Kind? Mhm. Du denkst nicht, oder? Und nein, irgendwann ist dieser halt Moment mit, so... Man macht mit, was die Eltern sagen. Ja. Aber um deine Eltern das dann auch irgendwie gar nicht Bock, dass du zum Rap hören anfängst? Oder musstest du das irgendwie schwierig verheimlichen oder so? Oder? Also... geht, also mein Stiefvater war schon sehr dagegen, aber er konnte jetzt auch, also die Orgensachen habe ich ihnen nicht gezeigt, was ich höre, vieles habe ich ihnen, es hat sie auch jetzt nicht so interessiert. Okay. Aber ich musste schon vieles verstecken, also ich habe einige Boxen, CD-Boxen und so, Albumboxen, Fanboxen versteckt. Ja.
Ich habe auch jeden Scheiß dann damals gekauft, wirklich jedes Scheißalbum. Da, 2012, 2013 ist es ausgeartet, da habe ich mir jeden Blödsinn gekauft. Ja, du halt bist doch bis heute riesen Hip-Hop-Supporter eigentlich. Also, ja. Wenn man dich verfolgt, kriegt man schon mit, du gehst auf irrsinnig viele Konzerte. Ja. Also, obwohl du auch mal gepostet, du gehst lieber auf Helene Fischer Konzerte. Ich finde halt, das Ding ist, ich musste da ein paar Mal dran denken, dass du mich dann darauf angesprochen hast. Das Ding ist nämlich, ich war immer nur auf Hip-Hop-Konzerten, ewig lang. Und ich weiß noch, ich war dann 2014 mit meiner Ex-Freundin bei einem Bombay Bicycle Club-Konzert in der Arena. Kenn das ich halt gar nicht. Indie-Band, okay. Urnice ja, Indie-Band. Ja. Und ich war so, Herrs, die Stimmung ist richtig chillig. Es ist einfach richtig angenehm. Ich man kann stehen, meinst, ja. Die strempeln nicht irgendwelche Typen an, die Kappen schief tragen und dann die ganze Zeit grölen und so. Und dann war ich so, weißt du, es ist einfach irgendwie... es ist nicht so viel Ego im ja. Publikum und ja. deswegen finde ich es einfach nice. So es ist so. Und ich habe auch das Gefühl, eben so, ich meine, ja, eben so große Pop-Acts geben sich einfach Mühe, dass so eine Orge-Show ist. So. Da steckt und wenn ich dann, dahinter. Ja, natürlich, aber Wu-Tang Clan steckt auch viel Geld dahinter. Und dann höre ich so, Wu-Tang Clan in der Stadthalle, ganz was anderes, die Hälfte ja. ist nicht da von den Rappern so und das und ist lieblos, eine scheiß ja. lieblose Show. So. Und wenn ich so, gehe ich 100-mal lieber zu Helene Fischer, als zu Wu-Tang Clan. So. Darauf war der Post, glaube ich, auch sogar genau. bezogen und so. Und das ist auch, glaube ich, vollkommen verständlich. Also natürlich schaut man sich dann lieber eine fette Pyro-Show an und das Sound Mann, die ist hängt stabil. Da auf so einem Kran und... Ja, Mann, ich wollte was machen, Alter. Okay, kommen wir kurz zurück nochmal zur History. Dann hast du angefangen und dann, wie hast du dann den JMC und dann ist es zur Gründung, das haben wir eh schon mit Jeremy auch damals besprochen in seinem Interview bei uns, aber die Gründung von Heiße Luft, weil die Heiße Luft war deine Idee, glaube ich, der Name. War oder? Meine Idee, ja, voll. So wie Flair sagt. Also ein Flair aus Österreich. Ja. Kann mir niemand nehmen. Ja. Ne? Sehr gut. Ja, eben, also es gab ja, Jonas und ich haben lange erstmal Songs zusammen aufgenommen und so viel hochgeladen. Hattet ihr schon quasi eine Crew? Ja, eben, das wollte wir. Es gab halt. Es gab eine Crew. 2014 bis 2016, 17 gab es Mosaik, das, was wir umbenannt Mosaik. Haben in MZK. Genau. Ah, okay. Also es war dann ab 2017 was MZK. Eben, der Jonas und ich haben 2016 WSDG und Fidibus gemacht, dieses Wein oder Spritzwein. Das war unsere erste gescheite Veröffentlichung und erste Vinyl. Oh, und er rappt ja gar nicht mehr, oder? Oder er macht Urwein. Also. Er macht, ja, er arbeitet halt viel so. Und schade, was er aber hat. Aber jetzt ja, letztens, habe ich mitbekommen, haben er und der Futzel einen Darkwave-Song gemacht. Okay. Also er hat schon immer wieder Lust, aber er war nie so... Der Fokus. Er ist nicht so motiviert. Er ist einfach zu gut, glaube ich. Er ist einfach zu gut im Texten. Er ist einfach krank gut mit Wörtern und im Texten. Und er hatte nie, und ich verstehe es auch, es gibt ja kein Geld. So, und er hatte nie diesen Drive dahinter. Ich glaube, wenn ich nicht gewesen wäre, wäre nie ein Song rausgekommen. Ganz, so. Ich glaube, ganz viele übertalentierte Menschen haben in der österreichischen Rap-History aufgehört, weil da eben... zu wenig Perspektive ja. war einfach für sie, glaube ich. Er fühlt sich auch einfach nicht wohl als in dieser Rapper-Rolle. So. Mhm. Aber von Disco-Romantik wird es da, wird es da noch was geben? Wir haben auf jeden Fall 10 Demos, wo wir uns oft überlegt haben, die fertig zu machen, aber das scheitert dann, müssen wir dann ein bisschen dem David Melonoid zuwerfen. Yes. Weil, aber eben, es ist auch so, da müsste halt ich und der David müssten da dann wieder, wir wollen uns alle, ich verfolge dann halt einfach lieber meine Solo-Karriere, weil da muss ich weniger Kompromisse eingehen und der David müsste eben die Beats alle mal herrichten, damit wir die zum Mix geben können, dann müssen wir das alles nochmal recorden und irgendwie, ja, bei Disco hat der Funke dann halt auch nicht so das Feuer entfacht, wie wir es gehofft hatten, damit, oder der, dass es benötigt hätte, damit wir da alle wirklich da an einem Strang ziehen, so. Crazy, auf jeden Fall habt ihr den Heiße Luft gegründet. Jetzt seid ihr, glaube ich, bei wie viel Releases? 500 oder so? Wie viel? Wir sind jetzt bei. Mein Release ist. Wir sind jetzt bei 46 Alben und EPs. Also Edwin ist jetzt HL46. 100, ich glaube, wir kommen jetzt Ende des Jahres, sind wir bei 108 Singles. Was sind das für Musikvideos Zahlen? Auch extrem viele, zwei Cyphers. Seit es Heiße Luft gibt, habt ihr wirklich sehr im ersten Jahr haben wir 10 Alben gemacht. Ja, also. Ihr habt auch viele andere Artists, ihr habt Elpone und Spello rausgebracht. Vor allem am Anfang das noch.
Voll. Also wirklich sehr offen gewesen auch und immer sehr supportive im Endeffekt. Ne? Voll, nein, also war auch immer alles nice. Im Nachhinein würde ich vielleicht nicht alles nochmal so machen, einfach weil du halt, ja, mehr Zeit brauchst, um ein Projekt wirklich das zu geben, was es wert wäre oder um es dorthin zu bringen, wo es sein sollte. Also es war schon immer ein bisschen mehr, was das gar nicht, ich will die Projekte jetzt nicht untersprechen, aber so auch in der Arbeitsweise war es immer ein bisschen mehr Quantität als Qualität. Das haben wir jetzt schon gemerkt. Ich meine, eben wir hatten noch nicht mehr die Ressourcen, so viel zu machen. Das können wir vielleicht jetzt auch jetzt, 7 Jahre heiße Luftzimmer jetzt. Jetzt, ja. Und wann ist die Party dazu? 22. November im B72. Am 22. Genau. November. Mit Locke, Jerry spielen, ich spiele, Max macht den Live-Set, Food for Thought. Also genau. Unbedingt auch hinkommen, auf jeden Fall. Und dort gibt es auch dann die Crying Tiger offizielle... Offizielle Album-Release-Show, genau. So ist es. Und zum Album kommen wir auch gleich, aber erst haben wir ein kleines Spielchen. Deswegen stehen auch 3 kleine Stamperl vor dir. Hopp oder Drop, du kennst vielleicht schon das Konzept dahinter. Dir werden entweder oder Fragen gestellt. Wenn du sie nicht beantworten möchtest, ist dein Ausweg dieses Getränk, das vor dir steht. Hopp oder Drop, wir starten direkt rein. Wir gehen direkt rein. Also, erste Frage, mein Lieber. Melonoid oder HDX? Melonoid. Aber ist mein bester Freund, also... Gemeine genau. Frage, gemeine Frage. Am gemeine Weg her, Frage. Gerade mit ihm gefacetimed, genau. Mit dem Hardy. Das ist auch also das ich, Ziel. Ich liebe Ganze. Beide, ja. Ich liebe beide. Wir feiern aber auch beide sehr. Melonoid ist einfach mein Big Bro. Ich absolut. Liebe ihn über alles. Nächste Frage. Entschuldige, Hardy X macht die geileren Beats, aber. Der ist einfach ein Arbeitstier so. Und der Melonoid macht halt auch kaum noch was. Also. Schade. Schade. Ja, schade. Crying Tiger oder LOL, was mache ich eigentlich? Würde ich eigentlich LOL, was mache ich eigentlich sagen, weil es mir mein Debütalbum, meine Geschichte, ich habe da einfach wirklich viel das reingesteckt. Das ja, und es war einfach ein richtiger Hirnfick und aber es war, ich war einfach so, ich habe dieses Debütalbum-Ding so ernst genommen, das ist mir immer noch wichtig. Ja, aber alle gefühlt ist, finden die meisten irgendwie Crying Tiger besser und ich verstehe es auch in a way. Weil's aber ich hab, es war leichter, die Songs sind leichter zugänglich. Ich habe zu Crying Tiger einfach nicht so eine Bindung wie zu LOL, was mache ich eigentlich? Verstehe ich, obwohl man eigentlich sagt, so ein Künstler feiert immer sein letztes Werk am meisten, aber es ist voll die schöne, ehrliche Antwort, voll. Auch voll die schöne Erklärung dazu, weil es ist einfach so das Debütalbum, da steckt man seine ganze History und seinen ganzen... Voll, voll. Schmerz auch rein, glaube ich. Ja, ja, voll schön, voll schön. Alles einfach, voll. Ja. Beides großartige Alben, beide Dankeschön. Auschecken. Unbedingt, ja. Ich bin dran. 100:0 oder Wodka Wellness? Wodka Wellness, ich habe aufgehört gerade, zu kiffen. Du hast aufgehört zu rauchen. Und das ist auch eine Entscheidung für immer. Woher kommt die Entscheidung? Ich habe immer wieder schon mal versucht aufzuhören, aber es ist nicht geschafft, weil ich einfach arg süchtig war. Und ich will einfach nicht süchtig sein. Ich glaube, das ist der Hauptgrund so. Es geht mir einfach auf die Eier, süchtig zu sein. Und ja, Trennung hatte ich jetzt auch und ich wollte dann auch nicht die ganze Zeit wach zu Hause liegen. Und ich weiß, wenn ich wach bin, liege ich mehr zu Hause und dann bin ich irgendwie traurig. Und mehrere Sachen. Eben, ich habe mich auch erwischt da eben an dem Tag, bevor ich aufgehört habe. Und ich war da vor eine Woche auf Urlaub und da ist es mir auch schon nicht so schwer gefallen, nicht zu rauchen. Und ich bin dann rausgegangen und ich hatte in meiner Tasche halt mein Weed und, was sehe ich, Kiffer, man geht halt mit Kiffscheiß raus. Und ich hatte mein Weed und Papers und mein orangenen Plastikgrinder. Und ich mache so die Tasche auf und das Erste, was man sieht, ist halt der Grinder. Und dann war ich so, in dem Moment war es mir irgendwie so peinlich. Also, na, das kann es nicht sein, dass so mein Essential und so ein Plastikgrinder ist. Ja, eben. Und Kiffen ist irgendwie, ich will es eh auch jetzt nicht so dieses Stigma befeuern, so dass ja, immer Hänger sind. Aber Kiffen ist einfach nicht mehr so cool. Wie früher, finde ich. Ja, wahrscheinlich. So ein Generationending. In deiner Welt vielleicht. Ja, erst nein, ich finde Kiffen geil. Ich fand Kiffen geil, so ich habe auch immer noch manchmal Bock. So, jetzt, wenn man da reinschaut, ich, ist bei mir eher das Kieferherz aufgegangen, aber ja, ich will einfach nicht mehr süchtig sein. So, dass ich rauche keine Chick und ich will nicht in der Früh und ich hatte es immer diesen braunen Schleim haben und dann war ich so, wenn ich es lassen kann und jetzt hat es sich gut angeboten, dann würde ich es gerne lassen. Gehen wir zum nächsten Thema. So, nächstes Thema, weil sonst müssen wir das Interview sorry. Beenden. JMC oder Dein Ernst? JMC, sorry. Erkläre. Warum? JMC ist einfach
der bessere Rapper. JMC ist einfach der bessere Rapper. Und für mich ist halt ein Rapper... für mich ist Rap halt viel unterhaltsamer. Ich finde, JMC ist einfach viel unterhaltsamer und Rap ist für mich immer hauptsächlich Unterhaltung. Und ich will... Ich fände es ja nice, wenn er das so ein bisschen einfach verbindet. Weil ich will halt einerseits, finde ich, ein geiler Rapper muss von seinen Gefühlen und dieses Ding erzählen, aber mir ist dein Ernst einfach zu kompliziert. Oft. Also ich liebe die Sachen machen. Genau, ey, natürlich, ich liebe es. Aber wenn ich die Sachen als Ernährster wahrscheinlich vieles nicht check. Und eben, ich finde, für mich gehört Rap halt dazu, dass es halt, dass du es mitrappen kannst. Dass du es einfach ordentlich mitrappen kannst. Und das funktioniert bei JMC halt super. Und die JMC-Vergleiche sind halt super. Her, es sind ja nur Hits auf dem neuen Album Wach. Ja, sind ja, eigentlich sicher. Nur Hits drauf. Voll, voll. Analysiert. Bomben-Tracks, ne? Großartige Songs, also Ring und unglaublich. Ja. Kranke Tracks. Aber 13 A nach B. Alles. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Also ich glaube, ich verstehe schon, was du meinst. Ich verstehe auch, was du meinst. Ich finde, als JMC ist er... hat er das coolere Auftreten. So, glaube ich. Und ich Rapper müssen ein cooles Auftreten haben. Ich hätte haben. Getrunken. Nein. Live oder Studio? Live. Eindeutig. Mhm. Ich bin viel besser. Ich liebe Live-Spielen. Es macht mir Spaß. Was würdest du sagen, war dein bestes Live-Erlebnis? Gestern. Gestern? Das sage ich jetzt einfach. Ja, ich weiß nicht, es gab viele... Aber gestern war schon sehr besonders, da in einem Teillokal spielen, die Stimmung war urgut, also es war urfamiliär, und es alle hat Spaß gemacht, da. Alle das waren wegen mir so. Da, genau. Na, war echt cool, sehr nice, aber ich, jedes. Wie viele Konzerte, würdest du sagen, hast du bis jetzt schon gespielt? Ich weiß nicht, so ich mache, also ich habe jetzt im Dezember, jetzt im Oktober, habe ich 10 Jahre Live-Jubiläum, vor 10 Jahren habe ich das erste Mal im Herst B72 gespielt. Auch dort angefangen. Dort angefangen, crazy. Eben auch mit Mosaik. Und seitdem, vor 2020 haben wir wirklich viel gemacht. Ja. Ich weiß nicht, es müssen irgendwas zwischen... Allein eure eigene Veranstaltungsreihe. Die sowieso. Viele, du warst da oft vor Alls waren wir Tour-Support. Genau. Figo Bratzlewitsch waren wir Tour-Support. Ja, du hast also sehr viel Live-Erfahrung viel in den letzten gemacht, 10 Jahren auf jeden Fall. Irgendwas zwischen 50 und 100, würde ich jetzt sagen. Kommt zu Release-Show, überzeugt sich selber von seinen Live-Skills. Unfassbar. Danke, danke. Ja, die nächste Frage ist, Österrap oder Deutschrap? Muss ich Deutschrap sagen? Ich habe einfach mehr Deutsch... Ich finde beides... mittlerweile kommen wahrscheinlich die besseren Projekte aus Österrap, würde ich meinen. Würde ich auch so sagen. Deutschrap ist richtig ass. Aber von der History true. Her... muss ich Deutschrap sagen, weil ich habe einfach immer mehr Deutschrap gehört, damit wurde ich sozialisiert. Ich wäre eher ein Hypocrite zu sagen, jetzt ich habe die große Österrap-Fahne hochgehalten, es gab wenige Projekte, die mich wirklich begleitet haben oder aber gefesselt von der haben. Von Empfindung her bist du offener geworden. Natürlich, natürlich. Das hat sich auch auf jeden Fall, so. Sicher, auf jeden Fall. VZ oder 202? VZ. Für immer. Obwohl, wo ist für dich die, also ne, eindeutig sind beide, wie würdest du das 202 als eindeutig, würdigen Nachfolger? Eindeutig, absolut würdiger Nachfolger. Also vor allem dieser Run, fuck, wie heißen die Songs? Lauf heißt das. Lauf, eben die zwei Mutter-Songs und der dritte, Leuchtende Tage. Und so, genau diese ganzen. Diese drei Songs hintereinander, kranker Run. Der Pigeons hat mich gar nicht abgeholt. Ich fand leider, ich muss ehrlich sagen, ich fand einige Beats hätte ich nicht gepickt. Okay. Die ein oder andere Hook hätte ich so auch nicht gemacht. Also ich sowieso nicht. Ich kann das wahrscheinlich eh nicht. Aber ist cool, so aus Fansicht einfach so. Ich voll. Verstehe das voll, ja. Und ja, ich meine, VZ ist halt wie, das ist auch unfair. So. Es ist auch für ihn eine unmögliche Situation. Und ja, ich finde das eben, was ist groß, ich finde, was, wo man den großen Unterschied hört, ist halt, VZ war halt damals eine Zeit, in der er es gemacht hat. Und 202 ist halt, du merkst einfach, die Songs sind halt über 14 Jahre hinweg entstanden. So. Das war halt jetzt nicht ein Album-Entstehungsprozess, wie ein es Bus bei VZ einfach, wahrscheinlich war. So, er hat halt Beats gepickt. Das klingt jetzt alles viel runtersprechender, es ist großartig. Aber er hat halt alte Songs zusammengestückelt. Ich weiß noch, der eine Verse war 2016 schon auf dem Skero-Album als Feature. Und dann hat er ihn halt da wieder verwendet. Und das ist alles voll berechtigt, aber das unterscheidet für mich einfach dann
Okay. Das Ding so. Das cool. Eine ist halt ein Orgaguss und das andere ist halt, ja, großartiger Nachfolger. Sehr geil. Jetzt kommen wir, sind wir durch mit den Fragen. Wir kommen jetzt eigentlich zum Hauptthema auch, wegen dem du auch hier bist, jetzt um dein Album so ein bisschen jetzt nochmal zu, ein bisschen zu promoten auf diesem Weg. Let's go. Ja, und erzähl mal was über das Album. Wir wissen jetzt schon, es ist nach einer Speise benannt. Ja. Und dass es sich leichter anfühlt. Das haben wir jetzt im Gespräch schon rausgehört. Und das liegt daran, dass du im Debütalbum, hast du schon gesagt, dein ganzes Leben jetzt mal verpackt hast, dein ganzes Ding. Wie war die Herangehensweise ans zweite Album? Ja, viel entspannter. Also viel entspannter eben. Ich habe erstmal gar nicht an ein Album gedacht. Damals hatte ich, bei LOL hatte ich ja gleich das Konzept und die Förderung und ich hatte eigentlich noch keinen Song und so. Aber ich hatte die Geschichte halt schon und das Konzept und den Titel. Und diesmal habe ich halt erstmal Songs gemacht. Also ich wollte einfach ein paar Songs machen. Also es war auch wirklich so, mach mal einfach mal Songs. Genau, voll. Also ich habe mich mit dem Heimlich, mit dem Tobi im Studio getroffen, ein paar Songs gemacht. Eben, ich habe eh bei der Listening Session schon erzählt, dass ich mich gern von Samples einfach inspirieren lasse. Ja, einfach viele Samples gehört und dann. Und du hast Beats auch erzählt, gemacht. Du schreibst einfach immer nur auf Beats, ne? Du schreibst genau, im Studio, du schreibst nicht zu Hause. Na. Du gehst echt ins Studio, Beat picken und dann schreiben. Ich pick auch keine Beats. Okay. Also sie entstehen. Sie entstehen, genau, ja, voll. Das ist auch etwas Wichtiges, dass du einfach wirklich im Prozess involviert bist. Ja, weil sonst habe ich, ich brauche das auch ein bisschen, weil sonst habe ich so ein schlechtes Gewissen, weil ich so lange brauche zum Schreiben und der hat einen fertigen Beat und ist dann so und wartet nur. Und wartet nur und so, ich brauche jetzt ewig, um da was zu schreiben. Und deswegen sollen die mal ein bisschen was und eben, ich finde halt, Samples geben oft schon so ein Thema vor. Ich bin auch selten, dass ich da jetzt ins Studio gehe und so, ich muss jetzt dieses und dieses Gefühl loswerden. 100%. Wenn man das Sample hört, hat man schon so ein Vibe im Endeffekt. Man hat entweder halbe eine Miete Idee oft. Oder so. Halbe Miete. Ist der kreative Prozess. Genau. Und so war das. Also wir haben dann eben einige Songs erstmal gemacht. Eben das war Nein, Ich fall für dich war der erste. Butter habe ich da gemacht. Eben das erste halbe Jahr 2023 war das oder so. Bis September habe ich so die Hälfte der Songs circa gehabt. Und auch schon einige Beats, also da war ich für ein Gefühl schon so bei bei so zwei Drittel und war dann so, okay, ich glaube, ich mache ein Album. So, ich hatte eben so die, eben Nein, Palm Trees, Volare, der Beat, Nein, zwei, für mich hatten die alle so, obwohl es doch musikalisch anders ist, hatten sie so einen ähnlichen treibenden, eine ähnlich treibende Energie und das war für mich so das Soundkonzept, das ich dann da irgendwie verfolgen wollte, eben so was Treibendes, bisschen Aggressives, aber hauptsächlich Rap. Ich wollte auch ein bisschen wieder von diesen Melodien, Autotune-Ding, was ich viel auf LOL gemacht habe, weg, weil es auch live nicht so nice zu performen ist, finde ich, und ich bin auch einfach nicht so gut wie im Rappen. Und wollte ja Sachen machen, wo ich rappe, die aber trotzdem poppig sein können und treiben und also vor allem live dieser, funktionieren. Dieser poppige Anspruch war schon so, das sagst du eh vorher schon gesagt, für dich muss ein Track so mitsingen sein sozusagen. Ja. Und das ist auch so, also so, wie würdest du die Soundästhetik, das ist da alles sehr abtempo, wie würdest du das einordnen selbst? In einen Sound. Sind das Abtempo-Beats? Sind das, oder was? Wie boah, das könnte ich auch nicht sagen. So, es ist halt, weißt, ein Spaziergang am Abend ist ein klassischer Boom-Bap-Beat. Stimmt, so. Ja. Ich fall für dich würde ich eher als R&B-mäßig einordnen. Also es ist sehr facettenreich. Ich habe im Message-Interview gesagt, all over the place, aber immer Rap. Und ich finde, das fasst das perfekt zusammen eigentlich. Das zieht es auch durch. Das ist auch das, was mir an dem Ganzen auch so von meiner Sozialisation und von meinem Geschmack einfach immer, das hat mir sehr gut am Album gefallen. Dass du halt einfach so lyrisch einfach, weißt du, bei dir sind einfach extrem gute Reime die ganze Zeit, diese unsauberen Reime. Es ist aber einfach sehr geil geschrieben alles. Danke, und du merkst halt, du legst doch immer einen drauf und so. Das ist halt geil einfach so, wenn man das hört. Also das ist wirklich, sollte sich jeder geben. Auf jeden Fall. Mach das, tu das, ja. Genau. Tut das unbedingt. Und wie war die Resonanz jetzt so? Also du hast gesagt, die meisten, denen gefällt es auch besser urgut. Als beim ersten. Urgut. Also ich freue mich extrem. Ich freue mich extrem, dass es so gut ankommt. Ich hatte halt auch, was sehe, es sind 12 Songs, 10 sind schon rausgekommen jetzt im letzten Jahr. Da bin ich dann auch so, wie besonders kann das für die Leute noch sein? Aber eben, ich vergesse dann oft so, wenn das dann das Album da ist und die Leute sehen ja dann erst auch, was ich mir gedacht habe mit den Platzierungen, wann kommt welcher Song und es ist ja dann doch eine Reise. Auch von den Energielabels her. Ist es extrem, und das bin ich extrem dankbar für das Feedback, weil da sind echt alle so, hey, urgute Platzierung von der Tracklist.
dass du da einmal so ein High hast und dann wirst du wieder runtergeholt. Ja, ich glaube auch eben dadurch, dass es halt viel entspannter im Entstehungsprozess war und ich auch nicht so verkrampft, das ist halt auch so wie du, deine Energie ist, so strahlst es halt irgendwie auch nach außen halt auch aus und ich glaube, das war auch ein Problem beim letzten Album, ich war halt überbissen. Gibt es irgendeinen Lieblingssong auf dem Album für dich oder so einen wichtigsten? Der wichtigste ist für mich vielleicht... Ich finde, gibt keinen wichtigsten. Ich mag What to Say sehr gern. Ich finde Palm Trees ist sehr gut. Palm Trees quite nice. Ich finde, ein Spaziergang am Abend ist extrem geil. Da hatte ich mal wieder Bock auf einfach rappen und das habe ich urgut gemacht. Ja. Ja, geil. Und vielleicht rappen ja auch noch andere Leute ganz gut in Österreich und wir kommen jetzt zu unserem letzten kleinen Ding. Wir spielen dir 3 Tracks vor, die wir ausgewählt haben, die diesen Monat in Österreich erschienen sind. Und dann reden wir kurz darüber. Ich freue mich schon, wir haben dir ein paar Sachen rausgesucht. Und der erste Track ist vom Stammtisch mit Bum Bum Kunst, glaube ich. Und Gleimer Slang Gang 2. Großer Bum Bum Kunst 2 auf jeden Fall. Von der Simmeringer Heiden bis zum Everdinger Becken. Siege-Ladies, ihre Tränen um den Ehering verstecken. Bin da, um euch zu retten, weil ich selber nimmer pack. So viel Proletten mit Komplexen, verföhn alle den Takt. Wieder wie ich mich selber wie wacke Scheiße feier. Gute Texte, schwarz und grün, macht ihn nicht lächerlich im Cypher. Mach Meter und geh weiter oder reiß dich wieder zusammen. Ich hol die Spichel aus den Kosten und hetz reißen die Bahn. Dialekt-Rap von St. Valentin bis Wunderfing. Ich werd nur rappen, bis ich kann ich noch den Boom- und Kunst-Part hören? Entschuldige, der interessiert mich richtig halt. Ich hab ja noch nur die Hook. Zwitschgen, Knädel, Hip-Hop und Mostschenken-Rap. Jo, so bettelt unser Eins jeden Großstädter weg. Uns trifft im Büstel-Lick oder in Klosterhof. Wer hat jetzt die Eier? Ich oder der Osterhof? Sie wollen in die Gegend kommen mit einer Slang-Nummer. Muss da mein Ding durch, sie wollen in Gang kommen. Muss da mein Ding durch. Ja, geiler Beat. Bum Bum Kunst, immer geil. Das ist eine Hookmaschine, dieser Mensch. Ja, generell Orga-Typ einfach. Voll, nicer Song. Cool. Killer. Nächster Track ist von C4, Reflex, Big Nephew Bang. Und Big Bang. Jennifer und Sasa. Wow. Und Party Tommy in the Hood. Hast du Track? Jetzt nichts Falsches sagen. Also. Ich hab alles hingekriegt, alles noch irgendwo. Der Gerät mit dem Müde. C4, Brother. Ja. Wir springen den Shit mit Gangster-Shit, mit Hitlist. Ich bin's, komm, dance mal mit hier. Verbrenn das Gift oder zieh es. Ich zieh es halt lieber, wenn mein Herz macht. Yes! Seh scharf, C4, Sprengkraft, echt mal, man. Wir sprengen alles, verbrennt gerade. Feier hier, yes, wir feiern hier, yo. Wir bleiben hier, trotz vieler Arbeit. Ich find's geil, mach mein Ding. Schwing mein Bein meist dem Crip-Style mit, weil ein G hat, ein G bleibt. Energy, lose your memory, choose your juicer, do my grusin, put some fruit in, who's the man, who's back, even Eminem just losing it. Ja, du und me, fresh like Louis V, yes, are you and me, gang Fiesta. Hände hoch, Überfall, Party hier im Block, egal ob Stress oder Spaß, wir haben alles mitgenommen. Komm. C4, Party in der Hood, wir haben Bucks, wir haben Bunnies, wir haben Money in der Hood. C4, Party in der Hood, kein Test, 3, 2, 1, bang. C4 Party in der Hood, wir haben Bugs, wir haben Bunnies, wir haben Money in der Hood. Dass wir die Hook auch noch drin haben. Ja, guter Rap-Song. Also gibt es wenig zu beanstanden, aber ist jetzt für mich auch nichts arg hängen geblieben. Hattest du schon am Schirm? Den Track? Ja, über das Projekt oder so. Na, gar nicht. Also Nephew kriege ich immer wieder was mit. Chernofield, das bisschen C4 kenne ich zum Beispiel gar nicht. Okay, ist ganz neues Projekt. Die machen jetzt eine EP zusammen, oder? Ist schon draußen. Mit genau. Reflex. Reflex, Nephew, Big Bang, genau. Oh ja, ich habe ein bisschen was gesehen. Reflex, Nephew habe ich irgendwie mitbekommen. True. Aber nichts gehört. Shoutouts gehen so, raus. Und der letzte Track kommt vom Freezy Trap. Kennst du den Freezy Trap? Alter, fucking Freezy Trap. Ja. Kerstin Weiß. Ja, er hat einen Song gemacht für die Leopold Dauer Alben. Nein! Ja, und das haben wir uns jetzt. Alter, hoffentlich Augenoptik Friedel ähnlich. Geil.
Ein Restaurant in Wien, in XXL. Bedienung freundlich und blitzeschnell. Ja, blitzeschnell. Doch nicht speziell. Was mache ich denn jetzt, wenn ich ein Schnitzel will? Meine Leute und ich haben Bärenhunger. Ich habe die Idee und ich wähle die Nummer. Nun ist reserviert auf der Leopoldauer Alm. Wir haben Grundstück nach dem Mauerfall. Das ist doch wirklich ein uriges Ambiente. Für mich auf den Bergen, wo sind denn die Hände? Weil wir lassen es uns gut gehen. Keine Sünden gibt es auf der Alm, dass sie scheinbar verschwinden. Grüß euch die Madeln, sehr was die Buren. Und Qualität haben sie nun, wir haben alles verloren. Seit 1960. Orger Shit, oder? Aber ich finde, es ist bei ihm schon noch eine Qualitätssteigerung. Finde ich so. Findest du? Ja, ich finde, er war schon immer gleich geil. Ich finde, es ist runter geschrieben und runter gemischt und so in dem so Gesamtprojekt. Der lacht. Vielleicht klingt es ein bisschen besser recorded. Ich finde auch rhyme-technisch hat es sich schon verbessert. Ich gut. Mauer. Ja, das Mauerfall auf Leopoldauer. Auf Mauerfall. Wahnsinn. Ja. Hat wahrscheinlich hat er sogar noch Geld dafür bekommen. Das ist auch ich denke, ja, ich hoffe, ich hoffe. Peace out on Freezy Trap. Warte mal, Leopoldauer einmal. Noch immer nicht. Ich würde gerne mal hin. Nur die Fotos. Ich würde gerne mal hin, ehrlich gesagt. Ja. Das Essen ist eh nicht so schlecht. Ja, ja, warst schon dort. Ist okay. Du machst jetzt noch deine Release-Party, dann bist du ein Jahr nicht unter uns sozusagen. Du gehst auf Reisen. Ich gehe auf Reisen. Also wir werden dich schmerzlich vermissen und so. Also ich wirklich, euch auch. Die letzten Worte gehören dir. Uns war es eine Ehre, dass du unser Gast warst, ja. Und jederzeit wieder nach deinem Urlaub hoffen wir, dass du mit einem neuen Album im Gepäck kommst. Mal schauen, ja. Und bist bei uns immer herzlich willkommen. Ja. Vielen Dank für deine Vielen Dank für die Einladung. Danke für an euch. Das Album. Checkt alle das Album aus und Hip-Hop Yoshi gibt euch jetzt, nur noch Yoshi. Es gibt kein Hip-Hop Yoshi mehr. Nur noch Yoshi gibt euch jetzt die letzten Worte. Und in diese Kamera musst du schauen, weil die ist schon aus. Okay. 7 Jahre heiße Luft, 22. November. Danke, dass ihr macht, was ihr macht. Für die Szene extrem geil. Und ja. Hört mein Album, Crying Tiger. Unbedingt. Heiße Luft, 7 Jahre, kommt's vorbei. Wir sind raus. Danke an Yoshi, danke an Moonverse. Wir sehen uns nächsten Monat. Aight. Yes, yes, ja. Wir wollen im Sinne Österreichs immer wieder zugleich in die Vergangenheit und in die Zukunft schauen, denn unsere Vergangenheit ist die Zukunft.